Farid Bang hat bereits betont, egal wer nach dem Album Asphalt Massacre 4 aufmuckt und jammert, weil er gedisst wurde, bekommt es doppelt so hart zurück. Nun gibt es scheinbar die ersten Kandidaten, die mit dem Diss nicht klarkommen. Newcomer Tilo, der mehrfach auf dem Album und auch schon in der Promophase gedisst wurde, hat am Anfang alles runtergespielt und betont, was für ein Fan er doch von Farid und Kollega war. Außerdem weiß er, dass Farid es nicht ernst meint. Einige Zeit verging und nun haut er dieses Foto raus, denn er hält eine in der Hand und zielt damit auf Farid Bangs Gesicht auf der Goldplatte. Eine direkte Drohung oder wie soll das die Community verstehen? Tilo hat übrigens bereits bestätigt, dass er keine große Lust auf einen Rap-Beef hat. Ob Farid Bang das genauso sieht, nach dieser fragwürdigen Geste, bislang hat sich der Banger zu diesem Foto nicht geäußert. Ich bleib natürlich vor euch an der Sache dran und berichte, sobald es interessant wird. Und an alle Kollegen, die morgen gedisst werden und die nur versuchen sollten, sich zu wehren. Ich werde euch in voller Härte, also nehmt es einfach, lasst es so über euch hergehen, es sei denn, ihr wollt nicht mehr durch Rap essen. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über die Geste von Tilo und glaubt ihr, dass Farid Bang darauf reagieren wird? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.